Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Was sagt nur unser Hunger? Etwas hungrig sind wir. Ja, ich würde eigentlich das ganz gerne mal machen jetzt, ja, aber wir haben noch nicht so viel Hunger. Leute, wir haben noch nicht so viel Hunger, wie wir bräuchten, um 2 Kilo Reh zu verspeisen. Beziehungsweise nach dem Garen wird es ja weniger. Ah, wir können noch Wassertabletten hier weglegen. Wo kamen die rein? Das Erste-Hilfe-Set mit rein? Richtig. Jo, kommen die da rein? Wie war das eigentlich? Ja, machst du alle rein, bitte. Mit der Haltbarkeit. Die gingen in Containern. Ganz früher gingen die nicht runter. Heutzutage wird das wahrscheinlich anders sein, ne? Wir gucken mal auf unser Wolfsfleisch. Wolfsfleisch, immer noch 70. Gut, lag jetzt auch noch nicht so lange drin. Aber man weiß es ja nicht. So, wir sind komplett ausgeruht. Könnten natürlich. Ja, kommt mir. Wo wollen wir hin? Wir wollen vorne raus und dann nochmal über die Straße, ne? Dann nochmal über die Straße. Wir sind ausgeruht, wir haben noch Tageslicht. Alles gut, alles gut. So. Immer einmal Ausschau halten nach Wölfen und besonders nach Bären und dann hier schön dagegen laufen. So. Ich habe da rechts ein Geräusch gehört. Dachte ich zuerst, ich höre einen Wolf, aber war nur das Knattern von dem Haus. Voll abgeknattert, das Haus. Wartet mal. Waren wir hier nicht? Haben wir hier nicht unterwegs übernachtet? Da hinten ist ein Bär. Hier haben wir doch unterwegs übernachtet. Kann das sein? Und haben dann die Stadt nicht gesehen. Supi. Wir gucken mal. Haus an der Küste. Kommt mir nämlich auch bekannt vor vom Namen her. Kleiderschrank durchsucht. Seht ihr? Seht ihr? Haben wir aber alles dagelassen, wir Ottos. Haben wir alles dagelassen hier? Regal, Regal. Also aufgerollte Zeitung braucht auch keiner. Waren wir hier Ofen leer? Ich glaube hier. Ah, hier hatten wir, glaube ich, ja. 4 Kilo Forelle hatten wir hier liegen lassen. So war das damals gewesen. Ach, guck mal, Verband nehmen wir noch mit. Klo lassen wir. Seht ihr, nehmen wir auch mit. Diesmal nehmen wir hier mit, nämlich die Sachen. So. Da wollte ich gar nicht hin. Ah, siehst du, in der Mikrowelle waren wir gar nicht dran. Ha, 2 Käffchens. Ist hier Wasser. Durchsucht. Gib her. Gib her, gib her, gib her, gib her. Gib alles her. Gib alles schön her. Okay, hier ist alles leer. Also gib nichts her. Und jetzt ist ganz schön dunkel. Um mich rum. Leer, durchsucht. Eine Zeitung. Leer, leer, leer. Leer, 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 leer. Durchsucht. Können wir alles mitnehmen jetzt? Können wir alles mitnehmen, was wir damals dagelassen haben. Und dann wissen wir auch, hier ist nichts mehr. Kann ich nicht einfach nochmal? Nee, kann ich nicht. Ich muss mich da nochmal durchzeppen. Und dann gucken. Nee, gut. Alles gut. Alles gut. Dann sind wir hier schon wieder fertig. Kann ich das wegschmeißen, Streichholz? Nein. Okay. Hier ist noch eine Tür. Geht's aber nicht lang. Okay. Dachte, gäbe hier noch einen Keller. Dachte, gäbe hier noch einen Keller. Gut. Dann haben wir die Küstenstadt leer. Müssten wir nochmal zum Anglerlager, ne? Ich glaube, da lang, ein Stück nach oben, war auch nochmal eine Hütte. Gar nicht so weit weg. Müssen wir auch nochmal hin. Aber dafür packen wir uns erstmal wieder leer, dann so ein bisschen. Dass wir da auch schön Sachen mitnehmen können, wenn wir da schon hingehen. Wenn wir uns auf den langen, beschwerlichen Marsch machen. Kofferraum. Der war gar nicht abgeschlossen. Wozu habe ich nochmal das Brecheisen immer dabei? Mann. Drin hier. Schön. Schön. Nichts. Wobei ich das immer noch schön finde, dass man die aufmachen kann. Oder wäre doch mal geil, wenn einem dann der Autoschlüssel zufällt und dann kannst du eben im Auto langfahren. Aber dann wird es auch wieder zu leicht, wa? Waren wir in dem Haus eigentlich schon? Ich glaube, waren wir als erstes, ne? Sind wir raus? Hin? So, lass uns mal gucken. Dieses Haus? Check. Dieses Haus? Wahrscheinlich check. Haus kaputt. Das Haus waren wir auch. Jo, und dann haben wir hier alles gesehen. 3 Stunden Tageslicht.
Gehen wir nach Hause. Das war's an spannenden Dingen, die wir hier heute erledigen können. Was wir jetzt machen können, ist natürlich die gute Forelle nicht zum Dosenöffner legen. Wo kommen wir denn da hin? Die Forelle passt da nicht mehr rein, meine Lieben. Unsere gute 4 Kilo Forelle passt dort nicht hinein. Klamotte. Da haben wir ordentlich gesammelt. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg. 17 Kilo Kleidung. Können wir einen Secondhand-Laden aufmachen. So, Feuertonne. Achso, wir haben keinen Brennstoff dabei. Verstehe, verstehe. Schublade. Gib mal. So, hätte ich vielleicht ein paar mehr nehmen sollen, ne? 4? Ja, so. Und ein 10er-Holz. Achso, nee, warte mal. Dann nehmen wir das. Aus der oberen Schublade das 10er-Holz. So. Machen wir erstmal schön viel Feuer. Und aber lieber mit dem Zunderbündel. Wie ist denn. Ach, guck mal, mit dem 10er-Holz können wir ohne Brandbeschleuniger eine erhöhte Chance mitnehmen. Machen wir. Wie ist das eigentlich, wenn man es jetzt vergurkt? Ist dann nur der Zunder und das Streichholz weg oder auch das Holz? Weiß ich gerade gar nicht. Haben wir schon mal Feuermachen vergurkt in dieser Version? Ich glaube nicht. Weil wir ein Profi-Feuermacher sind. Ich finde das übrigens sehr, 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 sehr nett, dass in dieser Tankstelle, wo man so schön wohnen kann, auch die Feuertonne steht. Das finde ich extrem nett. Mach das dazu. Mach hier das Altholz noch hinzu. So, haben wir 4 Stunden Feuerchen. Und jetzt können wir das Reh garen. Kochri, kochri, lecker schmecker, riechen, riechen. Und dieses Reh können wir garen. Kochri, kochri, lecker, lecker, riechen, riechen. Und wollen wir den Lachs direkt auch garen? Ich habe gerade gesehen, der hat nur noch 41%. Machen wir direkt. Und dann essen wir so viel Lachs, wie wir schaffen. Wenn wir mit dem Reh fertig sind. Ich glaube, das machen wir. Und ja. So, der Lady. Und jetzt gibt's lecker Schmecker. Wie viel macht denn der? 1100 Kalorien. Oh, super. Da hat das Reh aber eine bessere Bilanz. Da hat das Reh aber eine bessere Bilanz. Ach du Schande, krieg nicht mal das Reh leer. Dann essen wir lieber erstmal den Lachs. Weil den geht schon schlechter als unserem Reh. Und der macht nicht so viel. Sparen wir wieder Gewicht. Getränkekiste ist natürlich voll bis oben hin. Essenskiste auch beinahe. Es ist, wir haben zu viel heißen Scheiß, Kinder. Zu viel heißer Scheiß ist zu heiß. Ich glaube, das sind Sachen, die kann man ruhig mit sich rumtragen. Die kann man mal haben. Kann man mal besitzen. Da haben wir. Achso, seht ihr? Hier müssen wir noch auspacken. Pack aus, Junge. Könnte man eigentlich das trocknen? Oh, 47% schon unsere ersten Därme. Kann man eigentlich das Trocknen beschleunigen, wenn man das neben das Feuer legen würde? Bestimmt nicht, wa? Oh, das ist aber heimelig. So finde ich das schön. Wir machen jetzt immer die Feuertonne an. Immer. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte ans Erste-Hilfe-Kit hier. So, der Lady. Und da wollen wir nämlich noch Sachen reinlegen. Und zwar dieses. Und wir haben gar nicht so viel Antibiotika, sehe ich gerade. Wir haben Antiseptikumse und Schmerzmittel und alles haben wir in rauen Mengen. Aber Antibiotika halten sich in Grenzen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber so oft Lebensmittel vergiftet man sich ja auch nicht. Geht schon. Gut. 2 Stunden Tageslicht durch. Dann haben wir wieder eine Bergzicke. Dann trinken wir hier noch schön. Schwubbel die Wubbel, glucki wucki. Schön. Schön, schön, schön. Was haben wir denn noch dabei jetzt so viel? So, 2 Nähsets. Das ist natürlich 1 Nähset zu viel, aber es sind nur 10 Gramm. Da bin ich jetzt nicht. Ah, seht ihr? Aha, Zeitungspapier. Kommt hier bei den Dings mit dabei. Bei den Streichhölzers. Da, lege dich dorthin. Und dann hatten wir noch Streichhölzer, ne? Ich lege die damit rein, alle umlagern. Dass die auch alle einzelne Qualitäten haben, dass man die nicht schön aufeinander stacken kann. Finde ich ein bisschen. Grenzwertig, sage ich mal. Grenzwertig. Seht ihr, 2x Angelzeug können wir auch noch machen.
Könnte nur noch angeln wie ein junger Gott. Stundenlang, tagelang, monatelang. Aber das machen wir erst, wenn wir wirklich das brauchen, ne? Weil vorher ist ja... Haben wir alles. Jo, dann können wir anfangen zu schlafen hier. Haben wir getrunken? Haben wir. La-di-da-di-da. Ich glaube, ich habe gar keine Uhr gestellt. Eieieiei. Wie lange spielen wir denn jetzt schon? Weiß ich gar nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Lass dich überraschen. 9 Stunden Dunkelheit und uns geht's viel zu gut. Wir waren ja völlig ausgeruht. Was haben wir den ganzen Tag gemacht? Können wir vielleicht noch Sachen anstellen? Na klar können wir Sachen anstellen. Wir können, seht ihr, das machen wir nämlich einfach. Wir sind völlig ausgeruht, es ist noch nachts. Können wir einfach schon mal Sachen machen. Und zwar Werkzeugkiste, Werkzeugkiste, Schmerkzeug. Gibt ja noch ein Brecheisen. Guck mal her, du süße Ding. This stuff will come in handy. Lege dich mal hier mit dazu. Mein süßes, kleines, neues Brecheisen. Und dann nehmen wir die kaputtere Bügelsäge schon mal. Können hier schon mal Sachen kaputt machen, die wir eventuell später brauchen. Guck mal, Reifen. Ah. Neuer Feuerstahl noch. Ach, jetzt habe ich gar nicht auf die Qualität geguckt. So, mach die Lampe aus. Zeig mal den Feuerstahl her, den neuen. 68. Schön, schön. Sehr, sehr gut. So, Metallregal. Komm her. 2:15. Da trinken wir vorsichtshalber vorher etwas. Trinki, 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 trinki. Kriegen wir schon die Forelle leer? Den Lachs meine ich. Oh, kriegen wir. Sehr gut, oder? Oder, oder? Oh, oh, oh. Reicht. Oh, nein, nein, 17 Kalorien. Wieder so ein, wieder so ein Zippel-Lachs übrig. Nimm auseinander hier. Schön auseinandergenommen. So, mach die Lampe an. Weil jetzt müssen wir hier an diese Schublade und da unsere Metallteile reinlegen. Nee, hier nicht. Dort. Was? Achso, wir müssen jetzt mal sammeln wieder. Ich vergesse das immer. Ich finde es gemein, dass es dann da so rumliegt. Nee, nicht an die Schublade. Hast du getrunken, Diana? Pass doch auf, Mädchen. So, alle. So, können wir wieder ausmachen. Huch, und hoffentlich das Bett finden in der Dunkelheit. Wo bist du, Herr Bett? Bett. Sehr gut. Aber bevor wir das machen, essen wir noch unseren Silberlachs jetzt auf. So, 1780 Kalorien, da haben wir noch nicht genug Hunger für ein frisches Rehchen. Dann schlafen wir noch. 2 Stunden Dunkelheit haben wir noch übrig. Bisschen müde sind wir auch. Schlafen wir nochmal 3 Stündchen. Und dann können wir uns auf die Socken machen. Aber wohin? Aber wohin? Ja, eigentlich müssen wir ja in erster Linie ein bisschen... Ah, siehste, siehste, siehste. Jetzt können wir das Rehchen hier schön essen. Und nochmal einen ordentlichen Schluck Wasser trinken. Eigentlich müssen wir nur ein bisschen rumspazieren, sag ich mal. Und, oh, ich weiß, wo wir jetzt hingehen als erstes. Weil da kommen wir sonst nicht so hin. Und jetzt geht's uns gerade richtig prima. Der Tag hat neu angefangen. Gehen wir da hinten auf die Insel, wisst ihr? Das ist nämlich ein Stück Weg. Da ist unterwegs nicht viel, außer vielleicht Wölfe. Und es ist richtig, richtig arschkalt. Ich glaube nicht, dass wir da so einen weiten Weg auf uns nehmen jetzt. Eieiei, unangenehm, sehr unangenehm. Dann gehen wir lieber nur ein Stück hier lang. Ich glaube, da müsste das gar nicht so weit weg sein auch. Ja, ich wollte eigentlich jetzt schön hier durch die Gegend spazieren und Schößlinge suchen und Bart flechten. Und halt das andere Haus, was ich noch weiß, was sein müsste. Waren wir in dem Haus schon? Ja, waren wir schon. Hier hoch nehme ich so ein Stück, aber wenn es so kalt ist, ist es natürlich ganz schön kalt. Ne Leute, hier oben müsste das irgendwo sein, nicht weit weg. Können aber trotzdem noch Schößlingen aushalten. Können nach Schößlingen aushalten. Halte aus, die Schößlinge. Ausschau natürlich, meine Lieben, Ausschau halten. Ach, guck mal, jetzt lässt doch nach. Ach, nur noch... ist ja nix. Bisschen frisch, würde ich das noch nennen. Nicht mehr kalt. Hoho, aber wenn man erstmal dann alles hat, ne? Also, Wolfsmantel, Rehhose, Rehstiefel, Kaninchenfäustlinge,
Ah, seht ihr, das habe ich nämlich gesucht, das Haus. Dann ist ja egal, wie kalt es ist, oder? Also da ist ja auch dann bei minus 30. Habe ich da oben ein Schüssling gesehen? Dann ist ja auch bei minus 30 Grad gefühlt null, oder? Womit repariert man die Sachen dann eigentlich? Fällt mir auch gerade so ein. War doch kein Schüssling, habe ich mich verguckt. Nicht mal Bartflechten. Was ist denn das für ein Wald, ey? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, jetzt die normalen Sachen repariert man mit Stoff oder so und so. Und wenn wir dann alles aus Leder haben, dann bräuchten wir wahrscheinlich auch Leder zum Reparieren. Und zwar dann wahrscheinlich das jeweilige Leder, oder? Außer beim Kaninchenpelz. Da braucht man natürlich Kaninchenpelze. Würde ich behaupten. Die Zeitung lasse ich jetzt mal da. Ah, Lampenöl. Schön. Schränkchen. Lampenöl ist ein gutes Öl. Jetzt muss ich, apropos Lampenöl, muss mal die Lampe hier anmachen. Ich sehe nichts. Achso, deshalb habe ich nichts gesehen, weil da nichts war. So, hier auch nicht. Ich gucke erstmal mit Lampe an. Gucke ich erstmal, ob hier Sachen rumliegen. Siehst du, den hätte ich nicht gesehen mit Lampe aus. Und dann mit Lampe aus können wir dann die ganzen Container durchsuchen. Zeitungsschmeidung. Hier liegt nichts. Oh, ein Buch. Das nehmen wir mit. Nix, nix, nix. Noch ein Buch nehmen wir auch mit. Lalalala. Gipfelbrause. Bräuschen. Aber die Brausen trinke ich jetzt erstmal nicht, Leute. Weil wir müssen auch unser ganzes frisches Wolfsfleisch erstmal noch loswerden. Und die Brause sind, ich sag mal, verschwendete Kalorien. Können wir lieber dann später, wenn wir uns auf eine große Tour machen. Können wir schön Brause mitnehmen. So, das war's jetzt, glaube ich. Können wir jetzt hier in die Containers gehen mit außer Lampe. Weg. So. Achso, da waren wir gerade schon dran, Leute. Wollen wir? Obwohl, jetzt haben wir nochmal Wasser gefunden. Nee, brauchen wir nicht hier ans Klo gehen. So, jetzt mal mit System hier, bitte. Ich irre hier rum wie ein Irrer. Schüchen. Schön. So. Was ich jetzt, genau. Muss ich dann, wenn ich den Wolfsmantel, sag ich mal, reparieren möchte, muss ich dann wieder getrocknetes Wolfsleder nehmen? Oder kann ich da normales Leder nehmen? Oder aus Stoff vielleicht sogar? Das wäre natürlich nice, ne? Weil normales Leder haben wir jetzt in rauen Mengen. Wir können auch mal eine ruhige, wir machen alle Sachen, die wir zu Hause rumliegen haben, kaputt. Sache machen. Also gerade die ganzen Stiefels, wo wir das Leder rauskriegen. Mein Stoff ist ja kein Problem. Und ich meine, die Stoffsachen sind auch verhältnismäßig zügig kaputt zu machen, ne? Das ist dann, kann man immer nochmal schnell, zack, zack. Regal, Stuhl, nö. Auf jeden Fall haben wir jetzt richtig, richtig schön Zeit. Also wir leben da jetzt gemütlich. Wir haben viele Sachen, können viele Sachen machen. Und an diesem Gefrierschrank können wir auch rangehen und nichts finden. Ah, Wasser. Wasser im Kühlschrank, sehr lecker. Schönes, kaltes Wässerchen. Haben wir Appetit drauf hier. So. Möchte man das? Ich glaube nicht, oder? Also im echten Leben möchte man ja immer mal einen Schluck was Kaltes trinken. Aber wenn man hier so eingeschneit in Kanada wohnt, bei minus 30 Grad, hat man da Appetit auf einen Schluck kaltes Wasser? Ich glaube nicht. Ich glaube, hat man immer Appetit auf einen heißen Kaffee oder einen heißen Tee. Da braucht man... Warum die Leute überhaupt Kühlschränke haben, ne? Hier. In dieser Gegend. Die können doch einfach alles draußen in den Schnee stellen. Obwohl, da muss man natürlich auch immer rausgehen. Und, fällt mir jetzt gerade ein, ist es dann auch zu kalt, ne? Also ich sag mal jetzt zum Beispiel, schönes kaltes Bierchen. Der Kühlschrank macht, was macht der? 3 Grad, 5 Grad oder so, je nachdem, wie man es einstellt. Und draußen bei minus 20 Grad friert der halt das Bier ein. Kannst du auch nicht gebrauchen. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Oder wenn du Erdbeeren kaufst, einen schönen Kühlschrank, damit sie frisch bleiben. Wenn du die draußen hin tust, hast du halt gefrorene Erdbeeren. Auch nicht lecker. Musst du erstmal wieder einen Tag auftauen lassen, ehe du sie benutzen kannst. Haben wir alles? Haben wir alles. Gehen wir wieder. Waren wir da oben? Ja, klar waren wir da oben. Ich bin ein Otto manchmal. Ach ja. So, Küstenstraße.
Lalala, wie sieht's eigentlich mit unserer Ladung aus? Schon wieder 28 Kilo und ein paar zerdrückte. Gehen wir direkt wieder nach Hause, wa? Können wir mal einen anderen Weg jetzt nehmen? Na, quasi. Anderen Weg ist auch 2 Meter anders. Aber vielleicht finden wir ja unterwegs noch was Lohnendes. Hier zum Beispiel habe ich ein Steinchen gesehen. Schade. Hab halt nur gesehen von da hinten, dass da irgendwas nicht aussieht wie ein ganz normaler Baum. Dachte auch, guck's mal. Ist nur ein Steinchen. Okay. Oh, bist nur ein Reh. Alles gut. Können wir auch mal probieren, eins zu schießen, wa? Ich habe ja gesehen, ihr habt es ja auch gesagt, und ich habe es hinterher beim selber angucken auch gesehen, der verschossene Pfeil, der lag da. Den hätte ich wieder einsammeln können. Das heißt, wenn wir nicht treffen, können wir den Pfeil wieder einsammeln. Das ist ganz geil. Dann haben wir effektiv mehr Munition. Was ist denn ein Wolf da hinten? Aber der ist zu weit weg. Der riecht uns nicht. Wurstwolf. Ja, Leute, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie, wo, was hier mit der Zeit. Ich habe nochmal, aber kann eventuell sein, kann aber auch andersrum sein. Ich mache mal vorsichtshalber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt bis zum nächsten Mal, wenn sie da ist. Let's play The Long Dark. Und tschüssli Müsli.